Im Herbst beginnt der Umbau des früheren Zwickauer Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums zu einem Hotelkomplex. Am vergangenen Donnerstag hat die Dorint-Gruppe die ehemalige Schule und die angrenzenden Grundstücke gekauft und sich zum Bau verpflichtet. Darüber hat der Immobilienunternehmer Kurt Fliegerbauer heute informiert. Die Lage ist für ein Hotel perfekt, direkt in der Innenstadt gelegen und per Auto super zu erreichen. Was hier ab Herbst aus dem denkmalgeschützten GHG entstehen soll, wird das Stadtbild sichtbar aufwerten. Ja, da können Sie viel erwarten. Es ist ein sehr großer Komplex. Das Denkmal hat weniger Zimmer, sehr viel Seminarbereiche, hat ein großes Restaurant mit einer großen Terrasse zum Gericht. Der Neubau steht dahinter, drunter die Garage, die Parkplätze, wird mit einer Glasverbindung an den Altbau gebaut, sodass eine Verbindung entsteht. Die gesamte Planung ist fertig. Da das frühere Schulgebäude unter Denkmalschutz steht, wird sich an der Außenansicht nichts Grundlegendes ändern. Das betrifft auch den Innenausbau. Das Haus soll seinen Charme nicht verlieren. Nein, Denkmal heißt wirklich das Gebäude verstehen, das Gebäude begreifen. Denkmal heißt die Restaurierung zum Beispiel dieser Bleiglasfenster, die Freilegung alter Teile, mit der ganzen Konzeption sich an das Haus anpassen und nicht umgekehrt. Dorint, der Herr Iserlohe, ist da ganz unserer Meinung, es werden sogar bestimmte Assoziationspunkte an die Schule kommen. Das betrifft unter anderem das alte Wandbild, an dem die Architektin Silke Kunstmann als Schülerin des Gymnasiums mitgewirkt hat. Heute ist sie als Teil der Immobiliengesellschaft AKW mit dem Umbau des Hauses betraut. Auch weitere Reminiszenzen an die Vergangenheit als Schulgebäude sind geplant. Zum Beispiel im Bibliotheksbereich könnten durchaus Schulbänke stehen. Für den Umbau investiert Dorint rund 20 Millionen Euro. Für Fliegerbauer eine wichtige Investition von privater Hand, im Gegensatz zu den öffentlichen Bauprojekten. Aus privater Hand ist das ein Durchbruch. Na, in den letzten Jahren hat die Stadt Zwickau ein Rathaus gebaut, einen Anker, ein Schwimmbad, alles aus Steuergeldern. Aber das ist eine private Investition und Zwickau hat jetzt die große Möglichkeiten, auch durch die Entscheidung vom VW natürlich, dass es Investoren gibt, dass sich die Stadt weiterentwickelt und in die Zukunft geht. Als die Planungen für den Hotelkomplex begannen, war von der Neuausrichtung Volkswagens in Zwickau noch nichts bekannt. Dass es nun so kam, ist für Fliegerbauer erfreulich, aber nicht das Sahnehäubchen für sein Projekt. Dorint ist auch in Verbindung mit VW gewesen im Rahmen der Entwicklungen. Ich weiß nicht, ob das Sahnehäubchen ist. Das Sahnehäubchen für mich wäre, wenn VW das Zentralmanagement für Elektromobilität nach Zwickau in die Innenstadt verlegen würde und nicht aus Wolfsburg steuert. Ob das gelingt, keine Ahnung. Bei den Planungen des Umbaus des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums zu einem Hotelkomplex waren Fliegerbauer und die Immobiliengesellschaft AKW auch auf die Zusammenarbeit mit der Stadt angewiesen, was in vielen Bereichen sehr gut funktionierte. Es gab drei große Unterstützer. Es gab die Frau Dr. Findeis, die Gespräche mit Dorint, mit der Geschäftsführung, waren sehr positiv. Es war ein entscheidender Satz, den sie gesagt hat. Ich habe mich schon gewundert, warum es kein zweites großartiges Hotel in der Innenstadt von Zwickau gibt. Daraufhin hat der Geschäftsführer von Dorint die Philosophie von Dorint beschrieben, in welcher Qualität Dorint entwickelt, und das war ein sehr wichtiger Termin. Ganz sehr möchte ich mich auch bei Frau Steffi Haupt bedanken, die immer unglaublich schnell, kompetent, die einem nie auf die Bank schiebt, die schnelle Entscheidungen trifft, eine hervorragende Denkmalschützerin. Das ist natürlich eine Zusammenarbeit vieler, vieler Jahre. Und wer auch sehr positiv beigetragen hat, war Katrin Köhler, die sehr fleißig ist, als Juristin im Vertragsbereich. Die Urkunde, die jetzt gemacht wurde, enthält eine definitive Bauverpflichtung für Dorint. Das heißt, das Projekt ist Realität.
Bei dem Umbau will Fliegerbauer nicht in vorderster Front mitwirken, um sich auch anderen Projekten widmen zu können. Aber er wird dennoch involviert bleiben und mit Rat und Tat helfen, wenn nötig. Ich werde weiter Projekte entwickeln. Ich bin sehr interessiert, noch mal einen Versuch beim Schocken zu machen. Werde aber dem Projekt auch weiter dienen mit den Architekten und werde Konfliktlösungen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, selbst bearbeiten. Die Eröffnung des Dorint-Hotels mit 150 Zimmern ist für das Jahr 2020 geplant.